Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie der Backflip funktioniert. Wir befinden uns heute wieder in meinem Garten, genauer gesagt an meinem Tricksprung, und heute zeige ich euch mal, wie der Backflip funktioniert. Was braucht ihr für den Backflip? Als allererstes natürlich das Wichtigste sind die Schoner und ein geeigneter Helm ist natürlich ganz wichtig. Ohne Helm niemals Radfahren. Und zu guter Letzt, ohne geht es natürlich gar nicht, ist natürlich das Wichtigste ein geeignetes Fahrrad. Am besten wie hier ein Dirtbike, ein BMX. Oder zumindest was Ähnliches. Ihr könnt es natürlich auch mit anderen Rädern probieren, könnte allerdings etwas schwierig und auch gefährlich werden. Was neben dem notwendigen Equipment, was wir jetzt hier beisammen haben, auch noch äußerst hilfreich sein kann und durchaus zu empfehlen ist, ist natürlich ein Foampit. So ein Foampit findet man natürlich nicht überall, deswegen habe ich euch mal ein paar Foampits rausgesucht. Eins gibt es zum Beispiel im Radquartier, das ist sehr zu empfehlen, das ist ziemlich groß. In Herborn auf der Bikebase gibt es, soweit ich weiß, ein Foampit. Sonst im Harz, in der Harzrock Skatehalle gibt es ein Foampit. Oder in der Wicked Woods Skatehalle in Wuppertal gibt es zum Beispiel auch ein Foampit. Übt den Trick am Anfang ins Foampit, bis ihr euch wirklich sicher seid, was die Rotation angeht. Sonst ist es einfach zu gefährlich. Danach könnt ihr auf den Resi und einen Tricksprung machen und danach auf den richtigen Sprung. Kommen wir zum Trick an sich. Voraussetzung für den Backflip ist natürlich, dass ihr sicher springt auf dem Fahrrad und dass ihr auch die gewisse Weite und Höhe mit dem Fahrrad springen könnt. Dann ist es so beim Backflip, dass man meistens für den Backflip noch etwas schneller fahren muss, als wenn man gerade über den Sprung springt. Also einen kleinen Pedalkick mehr, dann sollte die Geschwindigkeit ungefähr passen, weil man braucht mal ein bisschen mehr Zeit für den Backflip. Insgesamt würde ich den Backflip in drei Phasen einteilen. Das ist einmal der Absprung, der Flug und die Landung. Der Absprung ist natürlich das Wichtigste, damit leitet ihr die Rotation ein und das passiert alles schon größtenteils in der Rampe. So, die Rampe hat ja den Shape und ihr fahrt quasi die Rampe hoch und lehnt aber euch schon dabei nach hinten und den Kopf in den Nacken, aber da zieht ihr noch nicht. Ihr zieht erst oben, wenn ihr mit dem Vorderrad an der Absprungkante seid. Das Wichtige beim Backflip ist, was viele am Anfang nicht verstehen, der Backflip wird nicht durch reines Ziehen eingeleitet, sondern durch das zuvorige Drücken in die Rampe. Quasi ihr drückt euch aus der Rampe raus und geht quasi mit dem Shape der Rampe nach hinten. Die Rampe geht ja sowieso schon quasi nach oben, dadurch lehnt ihr euch sowieso schon nach hinten. Und diese Bewegung nehmt ihr einfach weiter mit und zieht dann noch dabei nach hinten, wenn ihr oben mit dem Vorderrad an der Kante seid. Mach einmal die Bewegung vor, wie ihr die quasi im Absprung macht. Ihr drückt quasi in den Absprung rein. Dabei braucht ihr auch noch nicht unbedingt nach hinten gucken. Ihr drückt in den Absprung rein, fahrt quasi aus dem Absprung raus und dann fangt ihr an nach hinten zu ziehen, mit den Armen nach hinten, Kopf in den Nacken und nach hinten gucken. Die zweite Phase ist die Flugphase. Die Flugphase kann natürlich extrem lang oder kurz sein, je nachdem wie groß der Sprung ist, den ihr flippen wollt. Und dabei ist es wichtig, dass ihr da ein bisschen Kontrolle reinkriegt. Die kriegt ihr dadurch, indem ihr grundsätzlich beim Backflip die Knie und die Arme etwas angewinkelt lasst. Wenn ihr jetzt mit den angewinkelten Armen und angewinkelten Beinen auf dem Rad steht, könnt ihr, um die Rotation zu beschleunigen, euch sehr klein machen. Dadurch wird sich die ganze Rotation beschleunigen, ihr werdet schneller drehen. Und das könnt ihr machen, wenn ihr merkt, ihr dreht viel zu langsam. Umgekehrt, wenn ihr merkt, ihr dreht zu schnell, könnt ihr euch auf dem Rad lang machen und dadurch wird die ganze Rotation verlangsamt. Das ist auch wichtig bei der Landung. Das wäre die dritte und letzte Phase. Bei der Landung guckt ihr nicht mehr unbedingt nach oben und hinten, sondern ihr fangt an, die Landung anzuvisieren, macht den Körper etwas lang und strecken. Das heißt, wenn ihr quasi drei Viertel des Flips rumgedreht habt, versucht ihr mit den Augen nicht mehr nach hinten und oben zu gucken, wie ihr das quasi im Absprung gemacht habt und im Flug gemacht habt, sondern ihr versucht, die Landung anzuvisieren. Und meistens streckt ihr euch noch ein bisschen aus dabei, um perfekt in die Landung zu kommen und nicht mehr weiter zu rotieren. So, das ist auch schon der ganze Trick beim Backflip. Natürlich ist es viel Überwindung, das weiß ich. Ganz wichtig für den Backflip ist eine Regel, die ihr auf jeden Fall zu beachten habt. Und die ist ganz oder gar nicht. Weil sowas wie einen halben Backflip gibt es bei unserem Sport nicht. Und ein halber Backflip tut doch, glaube ich, ziemlich weh. Deswegen durchziehen ins Foampit. Natürlich schafft ihr das nicht unbedingt auf den ersten Versuch ins Foampit. Deswegen unbedingt ein Foampit aufsuchen. Wenn ihr das endgültig auf dem Sprung versucht, zieht es auf jeden Fall durch. Seid euch vorher sicher im Foampit. Und dann auf dem Sprung zieht es durch, macht auf dem Sprung keine halben Sachen, nicht großartig. Klar, wenn ihr merkt, ihr seid viel zu langsam in der Rotation, ist Abspringen das Richtige. Aber sonst, viele kriegen Panik und springen deswegen ab, obwohl die Rotation eigentlich stimmt. Deswegen durchziehen, ganz oder gar nicht, sonst könnte es gefährlich werden. 100% Commitment, dann klappt es auch. Wenn ihr euch dann sicher fühlt beim Backflip, ist natürlich klar, dauert ein bisschen. Aber insgesamt werdet ihr merken, wenn ihr den Backflip könnt, der Trick ist gar nicht so schwer, wie ihr euch das immer vorher vorgestellt habt, sondern eigentlich ein relativ einfacher Trick.
weil der Trick geht quasi mit dem Flow der Rampe. Die Rampe geht sowieso nach oben und hinten und genau das macht ihr auch. Gegenteil zum Frontflip, der ist technisch gesehen somit wesentlich schwieriger. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn ihr einen Backflip richtig drauf habt, gibt es natürlich auch noch einige Kombos und Variationen, die ihr in den Backflip einfügen könnt und mit dem Backflip machen könnt. Erstmal könnt ihr natürlich einfach den Backflip zum Beispiel etwas schiefer andrehen, dann macht ihr zum Beispiel eine Barrel Roll oder einen Underflip. Wenn ihr dann weitergeht, könnt ihr natürlich auch Kombos machen. Das fängt an mit Flip No Hands, Flip Bar Spins und ähnlichem und geht dann immer weiter. Flip Tail Whips. Das ist alles Mögliche. Also der Trick ist im Endeffekt ist der Backflip sogar noch ein Grundlagentrick, weil aus dem Trick könnt ihr so viele andere Tricks noch draus kombinieren. Yeah, boy! Natürlich, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Channel. Wenn ihr weitere Tutorials sehen wollt und vor allem welche Tricks ihr sehen wollt, schreibt das in die Kommentare. Und ich kann euch auch nur sehr empfehlen, was gerade viele Beginner-Tricks angeht, schaut auf dem Channel von Malik Hase vorbei, den verlinke ich euch mal hier oben. Der hat schon einige Tutorials am Start für viele Basic-Tricks und so weiter. Für die von euch, die vielleicht jetzt noch nicht direkt den Backflip machen wollen, sondern erstmal ein paar etwas einfachere Tricks, schaut auf jeden Fall auf seinem Channel vorbei. Der erklärt das immer richtig gut. Wenn es euch geholfen hat, schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr happy machen, wenn ein paar von euch, die ich den Backflip versuchen und das erste Mal schaffen. Glaubt mir, es ist ein unglaublich geiles Gefühl, so einen Trick wie den Backflip das erste Mal zu landen. Es lohnt sich wirklich, den Trick zu üben und das durchzuziehen, weil der Trick macht dann unheimlich Spaß. Wenn ihr den Trick das erste Mal steht, dann werdet ihr euch selber so dermaßen freuen. Könnt ihr euch jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen. Wenn ihr also den Backflip versucht und es auch vor allem geschafft habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Postet es auch gerne auf Instagram. Am besten mit dem Hashtag RideGang, dann sehe ich mir das Ganze auch schnell an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Wie gesagt, immer Helm tragen, achtet auf eure Sicherheit und ich hoffe, es hat euch geholfen. Peace out, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. RideGang. Everybody wanna make millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows, always been keeping it real. Every time that I spit in the flow, I've been going to get it, they not gon' forget it. I've been going up, they been staying afloat. My music been personal, telling my stories, I'm telling the truth, and my life been exposed. Talking to fans, and we in it together. I'm never gon' turn even under the pressure. I'm keeping it true to myself. Don't matter to me if the curtains are open or closed. Everything I wanted, I got it. Always wanted more, so I never be stopping. Everyone asking when the new dropping. Pressure been building, but it's a good problem. Graduated college and now I got options. Always bringing more, all these rappers take caution. Always been bossing, everybody watching. Love every fan, just know you're not forgotten. No. Everything I used to dream being real right now. If it wasn't working, I'ma work it out.